Hallo, ich möchte heute den Versuch unternehmen, in wenigen Minuten zu erklären, wie unser Geldsystem funktioniert. Eben ein ungedecktes Geldsystem, welche Vorteile, welche Nachteile das hat gegenüber einem goldgedeckten Geldsystem, das wir davor hatten, das auch Vor- und Nachteile hat. Ja. Wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch viele Probleme, die momentan in unserem Finanzsystem vorherrschen. Die Problematik Zinserhöhungen und Inflationsbekämpfungen. Und damit möchte ich da noch abschließend, ja, zu erklären, warum eben die Zentralbank momentan welche Schritte unternimmt und welche Effekte diese haben. Aber zunächst kurz einmal, ich stelle das jetzt wirklich verkürzt dar, ja. Also es sind einige Sachen, die müsste man eigentlich breiter ausformulieren und genauer erklären. Es ist dann eine gewisse Ungenauigkeit da, aber ich möchte jetzt wirklich versuchen, unser Geldsystem in sehr wenigen Minuten zu erklären. Wir hatten also bis in die 70er Jahre ein goldgedecktes Geldsystem, indirekt über fixe Wechselkurse von D-Mark oder Schilling zum US-Dollar, der wiederum mit Gold gedeckt war, ja, stand das Versprechen, dass man sein Papiergeld jederzeit in Gold eintauschen konnte. Ja. Das hat zu einer sehr stabilen Währung über viele Jahrzehnte beigetragen. Nach den 70er Jahren ist das Geld in ein nicht mehr goldgedecktes Währungssystem überführt worden. Die USA hatten also vor allem so viel Kosten, unter anderem durch den Vietnamkrieg, dass sie dieses Versprechen nicht einhalten konnten. Sie haben also dann US-Dollar nicht mehr in Gold eingetauscht und damit hat es zu einem ungedeckten Papiergeldsystem geführt. Wie funktioniert jetzt so dieses ungedeckte System, das wir jetzt noch haben? Ja? Es gibt zwei Orte, an denen Geld entsteht. Das erste ist die Zentralbank. Die Zentralbank kann klarerweise Geld einfach aus dem Nichts erschaffen, in Papierform oder auch elektronisch gutschreiben. Die Zentralbank kauft dann Assets dafür und so pumpt sie mehr Geld ins System. Die Schweizer Zentralbank ist zum Beispiel einer der größten Aktionäre der Firma Apple, weil die Schweizer Zentralbank einfach neue Frankenscheine gedruckt hat und dafür Apple-Aktien gekauft hat. Ja. Man druckt also Geld aus dem Nichts und erhöht damit die Menge der im Umlauf befindeten Schweizer Franken. Ja. Das macht die Zentralbank. Die Aufgabe der Zentralbank, damit es nicht zur Inflation kommt, wäre eigentlich hier genau Haus zu halten und nur so viel Geld zu drucken, wie im Wirtschaftskreislauf benötigt wird. Ja. Die Geldmenge müsste langfristig, also in etwa mit dem Wirtschaftswachstum, mitwachsen. Wenn 10% mehr Güter und Dienstleistungen hergestellt und angeboten werden, dann braucht der Geldkreislauf auch 10% mehr Geldscheine. Ja. Solange die Zentralbanken hier diszipliniert vorgehen und die Geldmenge nur so weit erhöhen, wie sie für den Warenkreislauf benötigt wird, entsteht auch keine Inflation. Der zweite Teil, und der ist quantitativ in normalen Phasen noch wesentlich wichtiger, ist, dass Geld bei der Kreditschöpfung von privaten Banken erzeugt wird. Ja. Die privaten Banken haben also in unserem Geldsystem das Privileg, Geld einfach aus dem Nichts erzeugen zu dürfen, indem sie es elektronisch einfach jemandem gutschreiben. Ja. Da gibt es kaum mehr Mindestkapitalanforderungen, sodass die privaten Banken das eigentlich in nahezu unbegrenztem Ausmaß tun dürfen. Das ist ein Punkt, der oft Leute moralisch schockiert. Ja. Aber das hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr gut funktioniert. Das ist kein schlechtes Geldsystem, weil es einen ganz wichtigen Mechanismus gibt. Die Banken dürfen Geld quasi aus dem Nichts schöpfen und es als Kredit an Privatpersonen weiterreichen. Aber wenn die Privatpersonen den Kredit nicht mehr zurückzahlen können, und das Verluste sind, dann sind das für die Banken ganz reale Verluste. Und dann kann eine Bank auch pleite gehen. Ja? Das ist also ganz wichtig zu verstehen. Dieser Mechanismus ist wirklich gut. Ja? Auf der einen Seite hat die Bank einen Anreiz, so viele Kredite wie möglich zu vergeben, weil sie an jedem Kredit etwas verdient. Die Bank mag möglichst viel Profite machen. Je mehr Kredite, desto mehr Profit. Aber wenn eine zu hohe Quote der Kredite ausfällt, dann macht die Bank ganz reale Verluste. Das heißt, jede einzelne Geschäftsbank hat auf der einen Seite den Anreiz, so viel Kredite wie möglich auszugeben, um möglichst viel realwirtschaftliche Projekte finanzieren zu können. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite hat die Bank aber ein gesundes Eigeninteresse daran, jeden Kreditnehmer ordentlich zu prüfen
Weil wenn der den Kredit nicht mehr zahlen kann, ja, dann macht die Bank Verluste. Solange 1% aller Kredite ausfallen, hat die Bank kein großes Problem. Aber wenn das zu viele werden, dann hat die Bank ein Problem. Das heißt, die Bank hat ein Eigeninteresse, bei dieser Geldschöpfung zu schauen, aber dass das nur Leute sind, die eine wirtschaftliche Idee haben, also die zum Beispiel gut verdienen und sich eine Immobilie kaufen und den Kredit dann auch bedienen können. Oder Firmen, die eine gute Idee haben, eine neue Fabrik bauen wollen, aber wo die Idee so genau geprüft wird, dass sie das auch wirklich umsetzen können, dass ein Markt dafür da ist und dass sie im Nachhinein die Schulden auch wieder bedienen können. Ja. Das ist also ein sehr, durchaus sehr gut durchdachtes System. Es hat aber gewisse Anforderungen, die momentan nicht mehr erfüllt werden, deswegen kommt es hier zu Problemen. Ja. Schauen wir uns das nochmal beim goldgedeckten System an. Ein goldgedecktes System hat den großen Vorteil, ja, dass es sich schwer missbrauchen lässt. Ja. Solange ich mein Geld ständig, also als Zentralbank, in Gold eintauschen musste, darf ich nicht Geld drucken in unbegrenzter Höhe, weil ich muss es ja im Extremfall gegen Gold eintauschen können. Das heißt, dieser Goldmechanismus setzt quasi der Politik einen natürlichen Riegel vor, dass sie viel mehr Geld ausgibt, ja, als sie überhaupt einnimmt. Das kann die Politik in einem goldgedeckten System gar nicht machen. Das heißt, wenn Politiker relativ schlecht agieren, relativ schlecht und verantwortungslos agieren, dann setzt das Goldsystem, das System der Golddeckung, den Politikern einen Riegel vor, dass sie das System nicht missbrauchen können. Gleichzeitig hat das Goldsystem schon ganz den realen Nachteil, dass es relativ unflexibel ist. Ja. In Zeiten, wo also die Wirtschaft boomt, ja, und dass die Geldmenge eigentlich stark erhöht werden müsste, ja, um den Geldkreislauf ordentlich zu schmieren, ja, ist das Goldsystem ein System, das große Nachteile hat, das sehr wenig flexibel hat. Ja. Dieses nicht goldgedeckte System, ja, ist ein System, das wesentlich flexibler ist, das, wenn man es verantwortungsbewusst einsetzt, zu mehr Wirtschaftswachstum führen kann. Also ein durchaus gutes System. Ja. Ein nicht goldgedecktes System hat gegenüber einem goldgedeckten System meines Erachtens nach einige Vorteile. Ja. Dass es also durchaus das Potenzial der Wirtschaft oder das Potenzialwachstum noch deutlich erhöhen könnte. Ja. Allerdings muss die Politik sich selbst Limits setzen. Sie darf also nicht der Versuchung erliegen, sich Geld einfach aus dem Nichts zu drucken und damit die Staatshaushalte zu finanzieren, damit Privilegien für Politiker, für Beamte und so weiter über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, Kosten, die eigentlich aus den Steuereinnahmen schon gar nicht mehr deckbar sind. Das darf die Politik nicht machen. Ja. Das hat die Deutsche Bundesbank nie getan, das hat die Österreichische Nationalbank nie getan vor dem Euro. Und auch bis zur Griechenland-Rettung im Euro nicht. Ja. Seit 1945 oder seit Aufgabe des Bretton Woods-Systems Anfang der 70er Jahre und dem Wegfall der Golddeckung war die Politik also diszipliniert genug, um zu sagen, wir dürfen nur so viel neues Geld in den Kreislauf reinpumpen, wie der Wirtschaftskreislauf auch benötigt. Wir dürfen es nicht einfach machen und Staatsdefizite einfach über neu gedrucktes Geld drucken. Das hat also die Bundesbank und die Österreichische Zentralbank in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren nicht getan und das hat die Europäische Zentralbank bis zur Griechenlandrettung nicht getan. Und bei der Griechenlandrettung hat man jetzt zum ersten Mal gesagt, wir können das Problem nicht ordentlich lösen, durch eine Sondersteuer oder so, ja, sondern wir machen es populistisch und drucken das Geld einfach. Ja. Das wurde damals noch relativ breit diskutiert und viele Leute haben eigentlich auch öffentlich erklärt, eigentlich alle Parteien, das ist eine absolute Ausnahme. Wir machen das nur ganz kurz, ja, um die Währungsspekulationen gegen Griechenland ins Leere laufen zu lassen und übermorgen hören wir damit wieder auf. Ja. Es war aber relativ ersichtlich, dass wenn die Politik diese Büchse der Pandora mal öffnet, ja, dass sie sich bequem macht und nicht mehr damit aufhört. Ja. Während der Corona-Maßnahmen hat man dann Unmengen neu gedruckt, ja, und
in die Staatsfinanzierung gesteckt, ja, und das ist natürlich dann inflationswirksam geworden. Weil wenn man in einem ungedeckten Geldsystem einfach immer größere Mengen an Geld druckt, ja, und bei den Corona-Maßnahmen waren das eben ungefähr 35.000 Euro pro Arbeitnehmer in der Eurozone. Das waren ungefähr die Kosten der Corona-Maßnahmen und die hat man einfach neu gedruckt. Also da geht es nicht um ein paar Milliarden, sondern da ging es um 4.000 Milliarden in der Eurozone. Und das ist die Inflation, die wir heute haben. Ja. Das heißt, dieses ungedeckte Geldsystem hat verantwortungsbewusst eingesetzt, ja, durchaus Vorteile. Aber die Politik muss sich selbst quasi diesem Populismus einen Riegel vorschieben und muss sagen, okay, die Geldschöpfung in einem ungedeckten Geldsystem erfolgt über Privatbanken. Und die Privatbanken haben, wie vorher skizziert, diesen Anreiz, möglichst viel Kredite auszugeben. Wenn also ein Volk sehr viele gute Ideen für wirtschaftliche Projekte hat und sehr viel Kredit braucht, die aber alle durchgerechnet sind und die sich auch alle rentieren werden, dann hat die Bank ein Interesse daran, möglichst viele Kredite zu vergeben, weil sie dann hohe Profite machen. Es dient aber auch dem allgemeinen System, weil, und die Bank hat ein Eigeninteresse, aber keine Kredite zu vergeben, die eigentlich nicht zurückgezahlt werden können. Weil wenn die Verluste schlagend werden, dann ist es nicht nur fiktives Geld, sondern dann ist es für die Bank ein ganz realer Verlust, ja, und die Bank kann weniger Boni auszahlen, weniger an ihre Aktionäre ausschütten. Ja. Das heißt, die Bank hat gleichzeitig das Interesse in diesem gesunden System, so wie das ungedeckte Geldsystem seit von den 70er Jahren bis 2011, 12 in der Eurozone funktioniert hat, möglichst viele Kredite zu vergeben, wenn wirtschaftlich kluge Projekte da sind, aber wirtschaftlich nicht kluge Projekte einfach abzulehnen, weil Verluste dann für die Bank durchaus real werden. Ein sehr cleveres System, wenn es richtig angewendet wird. Aber eben, die Politik ist gefordert, in diesem ungedeckten Geldsystem sich selbst zu disziplinieren und nicht der Versuchung zu erliegen, einfach Geld aus dem Nichts zu drucken. Weil dann verliert Geld massiv an Wert. Das ist genau die Inflation, die wir heute infolge der Corona-Maßnahmen oder der Finanzierung der Corona-Maßnahmen über ungedecktes Geld, über frisch gedrucktes Geld, über die Notenbanken und nicht über private Banken. Also da ist Geld in dem Ausmaß gedruckt, dass es jetzt eben deutlich an Wert verliert. Ja. Das heißt, in einem goldgedeckten System können auch schlechte Politiker, ja, relativ wenig Schaden anrichten, ja, weil das Gold ist die Sicherheit dafür, dass Geld den Wert behält. Ja. Es limitiert also die Möglichkeit, der Staat das Geld ausgeben. In einem goldgedeckten System muss sich der Staat zuerst einmal von anderen Leuten über Steuern, über Schulden Geld holen, um es ausgeben zu können. Wenn also relativ kurzfristig denkende, ja, und nicht weitsichtige Politiker an der Macht sind, dann ist das in einem Goldsystem relativ harmlos, von der währungspolitischen Seite her, ja, weil man nicht so viel Schaden anrichten kann. Ein ungedecktes System ist flexibler und hat in Phasen, wo man es sehr verantwortungsbewusst einsetzt, eben nochmal 70er, 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, meiner Meinung nach große Vorteile gegenüber einem Goldsystem. Aber es hat den Nachteil, dass es der Politik ermöglicht, kurzzeitig populistische Maßnahmen zu ergreifen, wo man dem Steuerzahler erklären kann, das kostet euch nichts. Wir machen keine Sondersteuer zur Griechenlandrettung. Wir machen keine Sondersteuer zu den Corona-Maßnahmen. Wir machen keine Sondersteuer zur Bankenrettung, sondern wir drucken uns das Geld aus dem Nichts. Das kostet euch ja nichts, ja. Aber einige Monate später zahlen das dann die Leute über die explodierenden Inflationsraten oder je nach Geldmengenausweitung. Ja. Also die Zentralbank darf in einem ungedeckten Geldsystem genau das nicht tun, dass sie einfach Geld aus dem Nichts druckt, um damit die Staaten zu finanzieren. Dem war man sich auch bewusst. Ja. Also wenn man sich die Dokumente zur Gründung der Eurozone anschaut, dann waren genau das Verbot der direkten Staatsfinanzierung, No-Bailout-Klausel, ja, Maastricht-Vertrag-Kriterien. Ja. Also das war den Ökonomen damals allen bewusst, ja, und deswegen hat man gesagt, wir verbieten der Zentralbank genau diesen Mechanismus, Geld aus dem Nichts zu
schöpfen, zu kreieren, um kurzfristige politische Maßnahmen umzusetzen, um der Politik mehr Macht und mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Das darf nicht passieren. Ja. Diese Regeln hat man meiner Meinung nach Stück für Stück alle gebrochen. Man hat damals gesagt, bei der Griechenland-Rettung, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir müssen das jetzt machen, es ist alternativlos. Ja, kann ich schon argumentieren. Man hat versprochen, aber übermorgen hören wir wieder damit auf. Man hat nie damit aufgehört. Ja. Und während der Corona-Maßnahmen war dann schon gar nicht mehr der Versuch da, das irgendwo zu begrenzen, sondern man hat Unmengen an Geld gedruckt, als gäbe es kein Morgen. Politiker, die also von Umfrage zu Umfrage denken, die einen Blickhorizont von 2 Wochen haben, gerade während der Corona-Maßnahmen, wo man von Welle zu Welle gedacht hat, ja, die haben also so kurzfristig auf 2 Wochen gesehen, kann ich hunderte Milliarden drucken. Es hat keine negativen Effekte, die kommen erst in ein paar Monate, ja. Und kurzfristig bringt mir das also wahrscheinlich Umfragewerte, ja, aber langfristig zerstört das ein Währungssystem. Das sehen wir jetzt gerade. Und hier kann man dann festhalten, dass 2022 die Notenbanken ihren schweren Fehler erkannt haben, ja, welche negativen Auswirkungen das haben kann. Und sie haben auf Inflationsbekämpfung gestellt. Ja. Und dort, wo sie zuerst sehr viel zu viel Geld erzeugt haben, nämlich über die Notenbank, das kann man an der Notenbankbilanz ablesen, deswegen beobachte ich die auf dem Kanal regelmäßig. Dort hat man angefangen, jetzt Geld aus dem System wieder rauszunehmen. Dafür hat die Zentralbank 2 Schrauben. An der sie drehen kann. Das erste ist ihre unmittelbare Bilanz. Also so wie ich vorher skizziert habe, dass die Schweizer Zentralbank Apple-Aktien gekauft hat mit frisch gedrucktem Geld. Sie kann diese Apple-Aktien dann auch wieder verkaufen, kriegt dafür wieder Geld herein, Schweizer Franken, und diese kann sie dann vernichten. Ja. Quantitative Tightening heißt das, dann reduziere ich die Geldmenge. Und das wird in den USA schon kräftig angewandt, oder bis zur Bankenrettung ist das kräftig angewandt worden. Bei der Eurozone hat man zumindest verzichtet darauf, neues Geld zu drucken. Ja. Die Reduzierung der Bilanzsumme war in der Eurozone zaghafter als in den USA. Aber man hat zumindest kein neues Geld gedruckt. Und das zweite sind eben diese Leitzinsen, über die pausenlos aktuell berichtet wird, ja, weil dadurch verändert die Zentralbank das Kreditvolumen, das von privaten Banken an Kreditnehmern rausgegeben wird. Das ist auch ganz leicht zu verstehen. Ne? Wenn ich 1% Bauzinsen zahle, dann kann ich mir eher ein Haus kaufen oder ein größeres Haus bauen, als wenn ich auf einmal 5% Zinsen zahle. Wenn ich es mir dann überhaupt noch leisten kann, dann werde ich auf den Balkon und für andere Sachen verzichten. Ja? Wenn ich nur 1% Zinsen zahle, dann ist der Anreiz, mich zu verschulden, ein wesentlich größerer. Ja? Das heißt, über den Zinseffekt kann die Zentralbank auch wieder Geld aus dem System rausnehmen. Aber das sind so ganz simple Zusammenhänge meiner Meinung nach, ja? Die aber in der Mainstream-Presse, wenn man die Verantwortung gerne an Putin schieben will oder so, ja, und niemals eigene Verantwortung für sein Handeln übernimmt, gern wegdiskutiert werden. Aber es ist so simpel. Wenn ich pausenlos neues Geld druck, verliert das Geld an Wert. Ja? Wenn Geld nicht mehr rar ist, ja, sondern wenn viel zu viel Geld ins System gepumpt wird, dann habe ich Inflation. Das sehen wir jetzt. Ja? Und die Zentralbank hat eben über diese 2 Schrauben jetzt im Jahr 2022 begonnen, die Geldmenge wieder zu reduzieren. Ja? Und wenn ich aber jahrelang die Geldmenge aufgeblasen habe, dann habe ich damit jede Menge Wirtschaftsteilnehmer finanziert, allen voran die Staaten, aber auch viele private Firmen mit Nullzinspolitik, selbst wenn ich schon nicht mehr wettbewerbsfähig sind, ja, wenn meine Produkte eigentlich kaum mehr verkauft werden und meine Margen werden immer geringer. Ja. Wenn ich einige Jahre Verluste mache, aber ich kriege Kredite zu quasi null Kosten, dann kann ich also die Verluste auch über Kredite finanzieren eine Zeit lang. Ja. Wir haben also viele Firmen, die eigentlich bei gesunderen Verhältnissen in den letzten Jahren Stück für Stück in Konkurs gegangen sind. Ja. Das wird immer negativ gesehen, aber die Gesamtwirtschaft braucht das, dass die schlechtesten, unrentabelsten Firmen regelmäßig vom Markt verschwinden, damit auch das Potenzial zum Beispiel an Arbeitskräfte in höher profitable Bereiche wechseln kann. Ja. Und wir haben hier eigentlich jahrelang durch die Nullzinsen Konkursverschleppung betrieben. Ja? Sowohl von privaten Firmen als auch von Staaten wie Griechenland oder Italien, wo es relativ offensichtlich sind, die eigentlich bei einem gesunden Geldsystem ihre Schulden schon nicht mehr hätte finanzieren müssen. Man hätte kurzfristig einen Schuldenschnitt machen müssen. Das hätte Leute wehgetan, aber damit wäre das Geldsystem wieder gesünder geworden. Sondern man hat versucht, das über Nullzinsen jahrelang von einem Jahr aufs nächste noch irgendwo rüberzubringen. Das hat funktioniert, aber auf Kosten
dass man die ganze Geldmenge unglaublich erhöhen muss. Das hat zur Inflation geführt. In Kombination mit der Finanzierung der Corona-Maßnahmen hat das zu einer Inflation geführt, die für sehr viele Menschen bedeutet, dass sie sich ihr Leben kaum mehr leisten können. Im Jahr 2022 hat man endlich die Verantwortung fürs eigene Handeln übernommen und hat die Inflation wieder bekämpft. Nur wenn ich in diesem vollgesogenen System mit jeder Menge Liquidität jetzt Liquidität rausnehme, dann gehen genau die Marktteilnehmer, die in den letzten Jahren eigentlich in Konkurs gehen hätten müssen, das aber durch das billige Geld nicht sind, Stück für Stück in Konkurs. Ja. Es lässt sich kaum voraussehen, wo im Geldsystem die nächste Krise aufpoppt. Ja. Ob Italien Probleme hat, seine Schulden zu finanzieren, ob es wieder Griechenland ist oder ob es eben die Silicon Valley Bank ist oder die Credit Suisse oder ob zum Beispiel die deutsche Autoindustrie aufgrund von wirtschaftlichen Problemen und hohen Schulden auf einmal ein Problem hat. Ja. Also wo genau die Krise eskaliert, ist ganz schwierig vorauszusagen. Aber das, wenn ich jahrelang Nullzinsen vergebe, sich alle Marktteilnehmer bis über beide Ohren verschulden können, haben nicht alle getan, aber viel zu viele, und dann reduziere ich die Menge, es erwischt den Schwächsten. Ja. Wer der Schwächste ist, ist nicht ganz so leicht rauszufinden, aber dass es jemand erwischen wird. Wenn die Zinsen hoch bleiben und die Zinsen weiter erhöht werden, was die EZB zur Inflationsbekämpfung weiter machen müsste, dann wird irgendwo im System einer der Schwächsten sein, der wird zahlungsunfähig sein und in Konkurs gehen. Ja? Wenn ich das zulasse, habe ich ein gesundes Geldsystem, also am Ende dieses Prozesses wieder ein gesünderes Geldsystem, aber ich habe große wirtschaftliche Schmerzen. Es schaut eher andersrum aus, ja, dass man sagt, überall wo ein Problem auftaucht, Silicon Valley Bank, finanziere ich das mit immer neuen Milliarden. Ja. Und wenn ich das mache, dann habe ich einfach denselben Effekt, dass das Geldsystem immer schlechter wird. Auch Inflationsraten von 50% sind dann durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Ja. Also der Wertverlust des Geldes hat die Ursache darin, dass der Staat sich Geld einfach druckt über die Zentralbank, um seine Kosten zu finanzieren. Ja. Bei einzelnen Projekten mag das gerechtfertigt sein, bei anderen Projekten mag es nur haarsträubend sein, ja. Aber der Effekt ist immer der gleiche. Ja. Und das ist halt auch die Konklusion, die man daraus mitnehmen kann. Ja. Also ein goldgedecktes Geldsystem, das wird vielleicht wieder die Zukunft werden, hat den großen Vorteil, dass auch verantwortungslose, kurzsichtige Politiker nicht allzu viel Schaden anrichten können auf der währungspolitischen Seite. Ja. Ein ungedecktes Geldsystem hat durchaus den großen Vorteil. Ja. Also ich bin kein Gegner eines ungedeckten Geldsystems. Es hat einen großen Vorteil, dass es flexibler ist, dass man besser auf Wirtschaftswachstum oder rezessive Phasen agieren kann. Aber es erfordert Politiker, die sich sozusagen die freiwillige Selbstbeschränkung auflegen. Das, was eigentlich in den Gründungsverträgen des Euros festgeschrieben wurde, nicht Geld zu drucken, um politische Maßnahmen umzusetzen. Die mögen in manchen Fällen wirklich gut sein, die mögen in anderen Fällen vollkommen sinnlos sein, aber es ist egal. Also sozusagen der Effekt ist immer da. Ja? Und das darf der Staat eben nicht machen. Wenn der Staat zum Beispiel sagt, ja, also wir haben morgen eine neue Bankenkrise, wir brauchen dafür 100 Milliarden, dann muss der Staat quasi verantwortungsbewusst, damit ein ungedecktes Geldsystem funktioniert, gleichzeitig auch sagen, wir erheben jetzt eine Steuer, Sondersteuer. Wen auch immer das trifft, ja, ist dann eine politische Entscheidung. Aber dann wird das nicht inflationswirksam. Wenn man populistisch sagt, ja, wir retten die Silicon Valley Bank, aber es kostet dem Steuerzahler ja nichts, ja, weil wir drucken das Geld einfach, haha, ja, dann habe ich mehr Geld im System und dann verliert die Währung an Wert. Das werden wir beim US-Dollar in den nächsten Jahren, denke ich, auch durchaus noch sehen. Ja. Okay, das war der Versuch, unser Geldsystem in relativ kurzer Zeit zu erklären, die Vor- und Nachteile gegenüber einem goldgedeckten System zu erklären. Und daraus resultieren dann Themen, die ich in vielen anderen Videos behandle, die momentane Inflationsbekämpfung, die Bankenkrise und so. Aber dieser grundsätzliche Mechanismus dahinter, wenn man den einmal verstanden hat, dann hilft das meiner Meinung nach sehr gut dabei, einerseits die Welt zu verstehen, aber auch zu verstehen, wie man seine Ersparnisse über eine kommende Krise möglichst gut drüber bringt. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.